Tag, meine Lieben, ich nutze gleich mal die Gunst der Stunde und zeige euch die Entherrungssysteme. Das war einmal von Feth. Dieses Zuckerpastenzeug, was ich bei DM gekauft hatte vor kurzem, da hatte ich euch dann in diesem Haul gesagt, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und habe mich gewundert, warum finde ich keinen Topf, so einen Nachfülltopf, der bei mir so aussieht. Ich habe damit auch schon wunderbar von Giselle, 15 Jahre alt, die Beinhaare erfolgreich rausbekommen, ohne Probleme, hat sie gut darauf reagiert. Aber wenn das Produkt dann von Snäh, ich glaube, deswegen war ich auch mit Feth und Snäh und Weht total durcheinander bei den Produktaussprachen. Das gibt es bei Kaufland. Das hole ich immer bei Kaufland tatsächlich. Und hier steht Enthaarungswarmwachs. Damit ihr so eine kleine Vorstellung habt, wo jetzt da die Unterschiede sind, wird es jetzt ein bisschen trocken. Aber ich weiß, manche Zuschauer möchten die Inhaltsstoffe wissen. Das wäre jetzt erstmal so. Diese eingefärbte Paste, das stelle ich ohne den Deckel, den ich sonst immer wunderbar aufkriege. Gerochen habe ich auch noch nie dran, aber ich nehme fast an, das riecht auch sehr süßlich. Also der Aggregatzustand ist hier eher fest. Ich stelle das so in die Mikrowelle. Mittlerweile sind es wirklich nur noch ein paar Sekunden. Kommt drauf an, wie viel Watt eure Mikrowelle hat. Also passt da bloß auf, um Gottes Willen nicht auf volle Pulle stellen, sondern geht lieber ein bisschen runter, denn euch kann wirklich durch diesen Hitzeeffekt das Ganze rausblubbern. Ihr versäut euch die Mikrowelle und gefährlich ist das Ganze auch. Wenn das auf die Haut kommt, dann kriegt man es nicht so schnell runter und dann kann man auch Verbrennung erleiden. Also das sind so diese Kontrapunkte, wo man wirklich aufpassen muss. Das Produkt, was ich von Kaufland immer kaufe, ich glaube, hier ist der Preis jetzt auch nicht unbedingt höher oder tiefer. Ich werde das nochmal recherchieren und euch dann hier unten in Laufschrift durchlaufen lassen. Das sind 250 Milliliter. Diese Fließstreifen, die kann man wunderbar auswaschen nach jeder Anwendung. Die sind innerhalb von 24 Stunden auch wieder trocken. Sollte man mehrere Personen auf einmal machen und so einen Klatschmisch kriegen, dass man die ganze Familie enthaaren möchte, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig. Aber dann geht das auch mit dem Föhn rucki zucki, dass man die trocknet. Auch noch so kleinere Fließstreifen bei hat für die Gesichtszonen oder wenn man mal in einer Bikini-Zone wirklich nur enthaaren möchte. Ihr wisst ja von meinem Vorfall, dass ich ja hier die Koteletten abhaben wollte und habe dann hier so einen fetten Streifen leider genommen. Ich habe dann natürlich schön meine Seitenkopfstelle getroffen. Manchmal mache ich auch Sachen, da kann ich nicht überlegen. Deswegen sage ich es euch als Vermittlung, passt auf, was und wo ihr diese Dinger hinmacht. Mittlerweile bin ich nicht mehr so, der sich die Fließstreifen benetzt, sondern wirklich nur noch die Bereiche. Ist eigentlich auch logisch und setze dann erst den Fließstreifen an. So geht das auch. Man hat hier einen Plastikspatel, der lebt immer noch aus dem Originalverpackungsding. Je nach Füllstand des Tiegels muss die Erwärmungszeit in der Mikrowelle reduziert werden. Stimmt, also umso weniger das wird, desto weniger brauche ich natürlich auch nur als Hitzezeit oder Aufwärmungsphase. Bei halbem Füllstand um die ca. 15 Sekunden. Ja, also es ist wirklich ja, ein sehr fester Zustand, lässt sich trotzdem noch bewegen, kommt auch darauf an, wie heiß haben wir es jetzt zurzeit. Bei uns ist jetzt gerade auch Regenwetter und nicht wirklich warm. Naja, um die 20 Grad ist Zimmertemperatur, steht immer in meinem Flur, in der kleinen Kommode. Und damit bin ich also wirklich bis jetzt am besten klargekommen. Nehme immer die Finger weg von Kaltwachs-Methoden. Beide hat wirklich gar keine bei mir geholfen. Sei es für die Augenbrauen, der Augenbrauenstift. Andere Geschichten, die schon gehen sollten. Nee, ich hatte alles dran, nur nicht meine Haare. Lest euch bitte die Gebrauchsanweisung, bevor ihr enthaart, durch. Weil das sehr viel mit der Haarwuchsrichtung zu tun hat. Also es ist nicht gesagt, wenn man die Beine enthaart, dass man unbedingt gegen oder mit dem Haarwuchs abziehen muss, sondern das ist von Zone zu Zone unterschiedlich.
bei den Achseln, bei der Bikini-Zone ist ja aber alles beschrieben. Das würde ich mir vorher immer durchlesen, bevor ihr ein Produkt ausprobiert und dann sagt, ja, bei mir hat es nicht geklappt, die Haare blieben trotzdem noch in den Poren stecken. Das ist oftmals wirklich ein Anwendungsfehler. Glucose, Glycerin, Sucrose, Citric Acid. Ich halte euch das mal rein, falls ich wieder irgendein Wort falsch ausgesprochen habe. Gucken wir mal hier. Das wäre dann die Zuckerpaste von Fed aus dem DM. 100% natürlichem Ursprungs. Mit wiederverwendbaren Stoffstreifen für 4 Wochen seitig glatter Haut. Steht genauso wie beim Snap-Produkt. Zuckerpaste erwärmen. Das ist der gleiche Prozess mit der Mikrowelle. Auch mit einem Spatel Zuckerpaste entfernen. Also ich lese euch mal vor, geeignet für die Anwendung an Beinen, Armen, Achseln, Bikinizone, Oberlippe, Wangen und Kinn. Nicht geeignet für alle anderen Gesichtspartien, Kopf, Brust, Genital- und Analbereich sowie alle anderen Körperpartien. Nicht verwenden auf Krampfadern, Muttermalen, Narben, bei pickliger, geschädigter, gereizter Haut, Sonnenbränden oder bei Hautreaktionen, die nach dem Enthaarungswachs auftreten. In etwa, ach doch, hier haben wir die Gebrauchsanweisung für Fed eingeschweißt mit diesen Fließbandstreifen. Hier ist ein Holzspatel. Beim Snä war es ein Plastikspatel. Hier haben sie auf Plastik verzichtet. Und wie ich sehe, kann dieser Spatel wohl einiges mehr. Das ist so ein Temperaturfeld, was wahrscheinlich thermomäßig aufleuchtet, wann die Temperatur gut ist, nehme ich mal an. Also wir haben hier diese Fließstreifen. Das ist der Fließstreifen von Fed und das ist der Fließstreifen von Snä. Etwas länger, auch wenn er jetzt hier ein bisschen gefaltet ist, ist die Fließlänge ein bisschen länger, aber von der Breite 1:1 identisch. Guck mal, hier hat man zum Beispiel keine kleineren. Dann müsste man sich so eine zum Beispiel bei Fed zusammenschneiden. Ist einfach besser und übersichtlicher, so für den Pflaumen an der Lippe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich finde hier aber jetzt nicht die Inhaltsstoffe. Vielleicht reicht die Bezeichnung Zuckerpaste. Ich kann jetzt hier auch noch mal kurz gucken. Tut mir leid für den trockenen Stoff, aber wenn ich ein Produkt vorstelle, ob es nun zugeschickt wurde oder ich mir das alleine kaufe, wie in diesem Fall, dann will ich ja trotzdem, dass es alles Hand und Fuß hat und da ist mir dann auch egal, welches Produkt. Prüfen Sie nun den Spatel. Wenn das blaue Quadrat am Ende des Spatels sichtbar ist, ist die Zuckerpaste einsatzbereit. Wenn Sie ein No anstelle des blauen Quadrates sehen, ist die Zuckerpaste zu heiß. Sorgfältig eine kleine Menge an Zuckerpaste auf der Innenseite des Handgelenks auftragen, um sicherzustellen, dass die Zuckerpaste nicht zu heiß ist. Also da sind die jetzt hier so einen Schritt vorwärts. Wenn das hier so ein Kontrollfenster ist und nur wenn es blau leuchtet, so wie jetzt praktisch, ist die Gefahr nicht da, dass man sich verbrennt oder irgendwelche Hitze Verbrennungsspuren holt. Okay, ist für mich jetzt auch absolut neu. Ihr habt dann hier eine Beschreibung, wie man den Spatel benutzt an sämtlichen Kanten. Ich denke, jeder so, wie er mit am besten klarkommt. Wir haben hier eine runde Seite, ist ganz gut. Hier für kleinere Partien, natürlich für größere Partien. Dann hier ebenfalls, also wie ihr diesen Spatel anwendet, ist ja dann euch überlassen. Wir sind ja jetzt auch nicht alle ergonomisch geformt, sodass man sagen könnte, mein Bein ist genauso gleich oder meine Oberlippe ist genauso gleich wie deine. Deswegen, so wie man am besten die Zuckerpaste auftragen kann, würde ich das tun. Und ansonsten werde ich euch das Ganze jetzt in der Praxis zeigen und hoffe, dass ich damit genauso gut klarkomme wie mit dem vom Snail. Ich mache natürlich beide, damit ihr seht, dass ich damit klarkomme, falls hier irgendwas versagt. Gibt es ja jetzt Unterschiede für mich und ich benutze das ja wirklich jetzt nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2-3 Jahren ungefähr. Ich will jetzt ja auch nicht meinen Hoppegarten in die Kamera halten, ja, wo überall Unkraut wächst an meinen Beinen. Deswegen habe ich es so gehandhabt,
dass ich nur minimale Stellen habe und den Rest rasiert hatte, um euch zu demonstrieren, weil ganz ehrlich, ein ganzes behaartes Bein in die Kamera zu halten, wäre für mich absolut okay, aber irgendwie muss auch nicht sein. Ne? Würde ich damit eine Wette gewinnen oder sonst was, dann würde ich wahrscheinlich auch so drauf sein. Aber es ist ja für einige so jetzt ja auch noch ätherische Öle, ästhetisch anzuschauen sein. Und dann gucken wir mal, welches Produkt hier so als Gewinner rausgeht. Snay, Buch, vielleicht doch mal richtig reinhalten. Snay oder eben Feet. Das riecht echt wie Zuckerwatte. Absolut karamellisierter Topf. Etwas dunkler als diese Version. Läuft das schon? Nö. Nö. Ist auch gut fest. Also sollte man vielleicht nicht so lange probieren, dieses Experiment. Aber... ah ja. Das kommt mir jetzt hier gerade noch ein Tacken fester vor als von Snay. Kann aber auch täuschen. Also von der Menge her sind jeweils 250 Milliliter in jedem Produkt enthalten. Und dann wurde ja gesagt, das ist ein Kontrollfenster, sobald, also ich gucke jetzt einfach mal, on, ach nee, ich lese, oh, da müsst ihr aber aufpassen, ich lese on, dabei bedeutet das no. Das war ja in der Gebrauchsanweisung gut zu erkennen, solange dort no steht, ist es noch zu heiß. Meinen anderen Topf von Snay habe ich ebenfalls schon aufgewärmt, erscheint mir jetzt aber auch noch ein bisschen zu heiß. Das ist so dieses Kontra-Ding, man kriegt es immer nicht so beim ersten Mal sofort temperaturmäßig hin, aber da muss man eben ein paar Minuten warten und das Ganze kühlt sich eigentlich ziemlich schnell ab. Ja, ich warte jetzt, lege das mal vorsichtig hier so rauf. Das Einzige, was ich noch sagen kann bei Snay, ich halte es mal hier rein, da hat man ja einen Plastikspatel und bei Feet den Holzspatel, nur für Umweltbewusste. Und was man dann hier wieder gut gemacht hat mit dem Holzspatel, hat man dann in dieser Plastikdose eigentlich wieder wettgemacht und dafür pro wieder Snay, weil die haben es im Einwegglas, finde ich persönlich jetzt eigentlich besser. Und ja, wie lange dauert das jetzt hier? Also ich bin da normalerweise nicht so empfindlich. Empfohlen wurde ja am Handgelenk. Naja, für mich geht das absolut klar. Weiß jetzt auch nicht, wo hier die Kontrolltemperatur sein soll. Hier stand, solange No steht, soll man es nicht anwenden. Sobald man dann das blaue Fenster wieder durchsieht, kann man es wohl auftragen. Aber für mich ist es angenehm. Also ich merke jetzt hier keinen Schmerz. Von daher werde ich jetzt mal den Test machen mit Feet. So, dafür lege ich jetzt hier meinen Fuß hin. Ich muss mal gucken, ob ihr da eine Stelle seht. Also ich werde mal die Stelle jetzt nehmen. Ich habe ja gesagt, ich würde es vorzugsweise eher auf die Stellen raufspateln, wo ich die Haare selber sehe. Natürlich gibt es auch die Variante, dass ihr das machen könnt, wenn ihr das direkt hier auftragt, aber ist für mich unsicherer. So, jetzt habe ich es mir gerade mal vom Handgelenk weggemacht. Dort hing nämlich gerade meine Kette drin. Aber auch kein Problem, lässt sich alles weglösen. So, und dann mache ich das bei Snay genauso, dass ich mir das schön einstreiche, dass ich weiß, okay, dieser Fließstreifen, der bleibt wirklich an der Haut kleben. Nun kenne ich aber hier die Konsistenz nicht. Hier sieht man auch schon, es wird ein bisschen dunkler, dieses Feld. Und zieh mal. Also geziebt hat's. Ich weiß nicht, erkennt ihr, ohne dass ihr jetzt auf euren Tisch brechen müsst, da dieses Haar. Oder ich probiere es jetzt mal. Also hier haben wir dieses Kontrollfenster. Kontrollfen-
So, also diese Haare müsste ich normalerweise wirklich sehr gut rausbekommen. Ich hoffe, ihr seht die. Diese Stoppelgröße ist absolut ausreichend zur Haarentfernung, die ich sonst mit Snell rauskriege. Ich nehme jetzt noch mal ein neues. Die Klebefunktion ist hier irgendwie nicht so bombastisch. Ich lasse es mal hier liegen. Ich kann es ja auch nicht sofort abreißen, weil sonst bleibt da nichts dran hängen. Aber ich probiere es mal. Ich muss ja auch erst mal lernen. Oh doch. Also Geheimnis hier. Wartet mal. Ich halte es mal ran. Wer es nicht sehen möchte, bitte Augen zu. Also auf jeden Fall sind Haare rausgekommen. Und ja, das ist auch aufgewärmt. Das ist meine Methode, wie ich es sonst mache. Also, man kann. Hier sieht man schon, das ist viel, viel flüssiger. Man kann das aufs Vlies direkt auftragen. Entschuldigung, war jetzt nicht direkt drin. Und dann streiche ich das immer so vier, fünf Mal glatt. Und kann das immer wieder benutzen. Also ich mache es jetzt gegen die Haarwuchsrichtung. Damit bin ich zum Beispiel am besten dran. Und halt euch mal kurz die Haare rein. Das ist mir selber unangenehm, aber dafür ist es ja da. Ansonsten seht ihr ja nicht, ob da was rausgekommen ist. Ihr könnt euch dann auch wieder direkt eure Stellen mit dem Haarentfernungswachs positionieren und legt dann erst den Streifen raus. Dann habt ihr nämlich auch noch so eine kleinere, bessere Kontrolle, wo ihr hin müsst. Meistens klappe ich diesen Streifen immer um und benutze dann hier den unbenutzten Streifen. Macht das wieder so, da muss man ein bisschen Gefühl haben. Manchmal muss man auch ein bisschen länger warten. Manchmal geht es sofort und dann zeige ich euch das Ergebnis. Also mich reizt das jetzt gerade. Also dieses Kontrollfenster ist jetzt hier blau. Normalerweise müsste es ja dann wirklich gehen. Aber ich denke mal, von der Konsistenz ist dann eher wohl dieser Zustand. Am besten, so wie es in der Beschreibung stand, soweit das Kontrollfenster wirklich blau ist. Denn jetzt merke ich auch, ist es nicht mehr so cremig. Also ich konnte mir hier vorher gar nicht vorstellen, dass was kleben bleibt. Haarwurzeln sind rausgekommen, definitiv. Aber die Konsistenz war so, ja, die war einfach komisch. Ich denke mal, gerade das wird jetzt klappen. Ich merke das schon so ein bisschen an der Haut ziehen. Ja. Okay, also definitiv könnt ihr euch sicher sein, wartet auf das Kontrollfenster, so wie beschrieben in der Gebrauchsanweisung. Ist es blau, dann könnt ihr damit loslegen. Gerade auch für Teenies ganz gut. Also, wenn da einem dieses Kontrollfenster wirklich anzeigt, dass man dann die richtige Temperatur und Konsistenz erreicht hat, ist es natürlich einfacher als Snell. Ganz klar, würde ich sagen, ne? Die Entscheidung liegt bei euch, wenn ihr das überhaupt testen wollt. Ich habe es jetzt nur gemacht, weil ich versprochen hatte, das zu testen. Und muss sagen, beide sind durchgekommen. Also ich habe wirklich von jedem Haare rausbekommen. Die Finger werden jetzt unter lauwarmem Wasser abgewaschen, sind dann nach ein paar Stunden, wenn sie trocken sind, wieder einsatzbereit. Und alles andere hatte ich ja schon im Vorspann erzählt. Tschüss!